Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Ich stelle euch heute den Agroliner Stapel, ja, Auflieger vor, plus Dolly und plus Dolly Du, also die Sieger Dolly. Ich zeige euch das jetzt mal im Shop. Also wir haben hier einmal die zwei Dollys. Einmal die Sieger Uno, genau, Uno haben sie geheißen. Und die Sieger Du kostet, die Uno kostet 10.000 Euro und die Du 14.000 Euro. Wir haben hier Konfigurationsmöglichkeiten, Reifen und Felgenfarbe. Reifen ist Standard, Pflegebereifung, Nokian TRI2. Allianz Flotation, BKT FL693, BF Goodrich TA, ja, dann wieder die Standardreifen, Felgenfarben haben wir Grau, ein bisschen zu, ja, Silber, bisschen dunkleres Grau, Rot und Schwarz. Das ist bei der anderen Dolly genauso. Da haben wir die gleichen Optionen. Eben. Und dann haben wir des Weiteren in dem Pack noch den Auflieger. Ganz klar. Das Haupt, der Hauptmod eigentlich. Da haben wir einmal den Agroliner SMK 34 und den SMK Agroliner. Achso, das ist jetzt, ah ja, genau, jetzt weiß ich auch, was das ist. Das ist einmal der Agroliner SMK 34 und das ist der Stapel SMK. Sind zwei Achs Auflieger. Der Agroliner hat halt dann auch wieder Reifen, also kann man die Reifen wieder wählen. Die Felgenfarbe, Design Standard oder Black Design, schauen wir uns gleich an. Ohne Aufbau oder mit Aufbau. Und beim Stapel ist es das gleiche. Eben. Es ist bei beiden das gleiche. Kann man sich dann überlegen, ob man einen Agroliner haben will oder einen Stapel. Jetzt checke ich auch, warum da zwei Stück drin sind. Habe ich jetzt auch erst gerade verstanden. Ja, das Ganze kostet dann 62.000 beide. In der Grundausstattung kann man dann natürlich noch ein bisschen auswählen. Es kostet sehr viel. 10.000 kostet es schon. Das kostet 6.500. Also, ja, kann man ein bisschen Geld ausgeben. Wir haben, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wir haben ein, ja, Füllvolumen steht gar nichts da. Das zeige ich euch aber gleich mal. Ich habe nämlich schon was vorbereitet. Ja. Jetzt lese ich mal die Changelog vor, oder die Info zum Mod. Umgerüstet von LS13. Radkonfiguration, Trelleborg, Nokian, Allianz, BKT, BF, Goodrich. Auch in der Packung finden Sieger Uno und Sieger Du die gleichen Reifen und dynamische dynamischen Schläuche und mehr Funktionen. Genau, die Dollys haben noch Dynamic Hose verbaut, also die dynamischen Schläuche eben. Funktionen, Felgen, Färber, PTO, Arbeit, nur auf Sieger Uno verfügbar. Extra Kapazität, Konfiguration für Sattelauflieger, Design, Standard und schwarze Haut. Ja, schwarzen Lack meint der halt. Design. Ja, das machen. Antrieb, Fruktor, Daniel L., Yuka, STV Modding und Bauer Armor. Das sind so die, wo mitgewirkt haben. Und die Hauptmodder sind STV-Modding, oder ist STV-Modding eben. Und ja, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe jetzt hier mal den Agroliner mit der doppelten
Also mit der Sieger-Dolly. Mit der Du-Dolly. Und ja, mit einem Fan halt. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das ganze Modell so ausschaut. Ich fange mal vorne an. Ich nehme mal an, die Dolly hat auch dynamische Schläuche. Ist natürlich jetzt gerade schlecht zu zeigen, weil der Standard eben nicht dafür ausgelegt ist. Aber man sieht hier die dynamischen Schläuche richtig schön gemacht. Das Siegerdu-Logo da unten ist auch schön. Die Reifen, das sind jetzt die Felge, ist jetzt die Felge und die der Stummel, der Radstummel oder wie das heißt, ist auch rot. Hier hinten ist nämlich nur die Mitte rot und außen silber. Dann hat man hier halt eben den Aufbau, der ist so, ja, so Streifenmuster eben. Ich weiß nicht, wie das, aus was das für ein Material ist. In echt, keine Ahnung, aus Stahl oder, nicht aus Stahl, aus, ja, ich weiß nicht, aus was das gebaut wurde. Hinten hat man dann die Klappe mit einem Schieber. Ja, ist eigentlich auch richtig schön gemacht. Hier unten haben wir noch das STV, Agroliner und Stapel Kennzeichen. Und das finde ich auch recht schön. Da haben wir noch so eine Stange hinten dran. Blinker, Lichter, schön verbaut. Dann haben wir hier das Agroliner bei Kröger Logo. Auch schön gemacht hier oben. Ja, das schaut jetzt nicht so hochauflösend aus. Allgemein der Aufbau schaut jetzt nicht so hochauflösend toll aus, aber okay, passt eigentlich. Hier haben wir irgendwie die Schnüre von der Plane. Das schaut ein bisschen komisch aus. Schaut wirklich komisch aus. Also eigentlich müssten die nur da sein, wenn die Plane zu ist. Okay, da ist wahrscheinlich ein bisschen ein Fehler gewesen. Vorne haben wir noch so Unterlegkeile. Dann eine Zapfwelle liegt noch da. Die muss man, glaube ich, noch dran machen. Vermute ich mal. Könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Dann haben wir hier noch einen Unterfahrschutz. Und ja, ist eigentlich ein echt schönes Modell. Schauen wir mal innen rein. Ja, hier hat man halt die Querstreben, 3 Stück. Und innen der innere, ja, innen ist er halt silber. Und die Klappe hinten ist wieder grün, also das ist auch schön. Schaut super aus. Jetzt schaue ich noch mal kurz auf die andere Seite. Wegen der Zapfwelle und so. Hier hat man dann noch mal eine Plattform, also mit Leiter, wo man sich draufstellen kann, wo man dann schön reingucken kann. Hier oben ist irgendwas Gelbes. Hyfa. Ich weiß nicht, was das sein soll. Keine Ahnung. Das ist vielleicht der Stempel, glaube ich. Ah ja, genau, das ist der Stempel, genau. Ja, das ist hier so der Stempel. Geht bis hier runter durch. Also der Stempel, für die, die es nicht verstehen, ist eigentlich der Zylinder, wo die den Aufbau hochdrückt beim Abkippen. Das heißt halt Stempel. Ich weiß auch nicht wieso, keine Ahnung. Dann hier an der Seite haben wir noch schön die Plane aufgerollt. Ja, geht jetzt hier ein bisschen durch. Das schaut ein bisschen doof aus. Ich denke mal, texturentechnisch kann man da schon noch einiges machen, verbessern. Aber vom Grundmodell her finde ich das echt super. Schaut richtig cool aus. Mir gefällt der auch richtig gut. Und ja, jetzt schauen wir uns das mal im Einsatz an, wie der ausschaut, wenn er abgekippt ist. Oder wenn er gekippt ist. Machen wir mal kurz das HUD an. Dann fahre ich mal einen Ticken gerade. Schauen wir uns erstmal noch die Blinker und die Lichter an. Also wir haben hier ein Rückfahrlicht. Funktioniert super. Bremslichter. Schaut super aus. Genau, dann haben wir Blinker. Schöne Blinker. Links, vorne die Dolly hat auch schön die Blinker. Rechts, schaut super aus. Jetzt muss ich mal noch kurz gucken. Also die Dolly hat kein Rückfahrlicht.
Aber gut, dann schauen wir uns das mal mit Plane an. Funktioniert. Oh. Ah doch, jetzt funktioniert's. Ich hatte die falsche Taste. Ja, haben wir schön die Plane drüber. Die ist ein bisschen schmutzig. Das soll, denke ich mal, so das darstellen, dass die schmutzig ist, eingestaubt ist. Die wird hier nicht mehr befestigt. Also diese Bänder sind da einfach so da. Ich kenne das halt nur so, dass das meistens bei den Mods, dass die Schnüre gar nicht da sind, wenn die offen ist. Und dann erst dazu kommen, wenn sie zu ist, die Plane. Aber gut, da ist vielleicht noch ein bisschen. Es fehlt da noch ein bisschen. Ja, dann schauen wir uns das mal an, wenn der abkippt. STR, G und I. Genau, der klappt jetzt da schön hoch. Dann geht der Stempel hoch. Das ist eben der Stempel und. Hinten geht die Klappe schön auf. Genau, super. Ja, gut, mit der Plane schaut es ein bisschen doof aus. Die kann ich gar nicht wegmachen, wenn ich hochgekippt habe. Okay. Dann klappt er wieder runter. Das dauert einen kleinen Augenblick, aber der klappt, also der geht schnell runter. Ist auf jeden Fall schon mal schön. Jetzt schauen wir uns das nochmal mit ohne Plane an. Also hochdrücken tut das langsamer, das ist auch logisch. Und runter eben schöner, schneller. Wir haben keine dynamische Klappe hinten, also das ist fest verbaut. Ja, passt eigentlich auch. Dann schauen wir uns mal noch das beim LKW an. Ich habe da jetzt nämlich noch einen LKW vorbereitet. Einmal in der schwarzen Edition mit, ich weiß gar nicht, normalen Reifen oder so. Funktioniert super, das Beladen. Wir haben hier die schöne Fillplane. Hinten schaut es ein bisschen doof aus, weil es einfach so, ja, kantig ist. Nicht schön. Oben ist es eigentlich, ja, echt toll gemacht, gelöst. Super, eigentlich auch schöne Auflösung, passt alles. Ja, dann habe ich das halt eben mit einem LKW jetzt auch. Also kann man auch schon mit einem LKW fahren. Da gehen jetzt 59.000 Liter rein. Das ist jetzt allerdings mit Aufbau. Wobei ich sagen muss, da könnte sogar noch ein bisschen mehr reingehen, weil der Aufbau ist noch nicht mal richtig berührt. Also da schon ein bisschen, aber. Da fehlt halt einfach noch was. Also könnte man schon noch höher rauf werfen, also noch mehr. Aber gut. Ist halt leider jetzt nicht so. Dann kippe ich jetzt mal ab hier. Schauen wir uns das mal an. Klappe geht auf. Ja, ist ein bisschen doof mit der Kamera jetzt. Und der Stempel geht auch hoch. Oh, das wird knapp. Okay, gut. Geht schön hoch. Passt. Ladet ab. Schön. Dauert kurz, bis er wieder runterfährt, aber passt auf jeden Fall, finde ich. Also ist echt ein schönes Teil. Ja, lässt sich schön fahren. Reifenstaub, Reifenspuren, ist alles da. Ja. Passt auf jeden Fall. Ja, dann schauen wir uns jetzt mal noch kurz die Dolly an, die Uno Dolly. Hier haben wir eine Zapfwelle. Die Schläuche hier oben schauen auch super aus. Reifen, also passt auf jeden Fall. Jetzt kann ich ja noch mal kurz konfigurieren. Wie lange ist man schon? 14 Minuten, ja. Es geht halt, dauert halt länger. Jetzt konfiguriere ich mal noch kurz. Klappt da nicht runter, warum? Jetzt halt. Okay. Ich
Ich hab's kaputt gemacht. Egal. So, stell ich mal ab. Guck mal, ist nochmal konfiguriert an. Die Stützfüße klappen auch schön aus. Passt auf jeden Fall. Der hat sogar noch eine Lenkachse. Einwandfrei, passt. Konfigurieren wir mal kurz. Radsetup, machen wir mal Pflegebereifung. Mal gucken, wie das aussieht. Oh. Okay, alles klar. Okay, das funktioniert scheinbar nicht. Nee, es funktioniert scheinbar nicht. Da ist ein Fehler wahrscheinlich. Nokian. Auch nicht, okay. Da funktioniert dann irgendwas nicht. Allianz. Funktioniert auch nicht, okay. BKT. Funktionieren auch nicht, okay. Das ist jetzt komisch. Also entweder das liegt an der Map oder... Ja, wir haben da irgendwie Problem beim Mod. Ja, das funktioniert dann wieder. Glitscht ein bisschen. Das könnte auch an der Map liegen, kann ich jetzt nicht sagen. Und ja, könnte daran auch liegen. Machen wir mal schwarze Felgenfarbe. Ja, schaut uns so aus. Auch schön. Und mit Aufbau sieht es dann so aus. Was auch richtig schön ausschaut. Gefällt mir gut. Ja. Haben wir noch was zum Konfigurieren? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, Black Design kann man dann wieder machen. Das ist halt dann wieder das hier. Genau. Agroliner. Wieder drüben beim Stapel. Ja, aber das ist richtig schönes Teil. Gefällt mir richtig gut. Und ja, dann... Ja, und ich glaube, ich werde es auch privat im Singleplayer einsetzen. Ist auf jeden Fall richtig gut. Und ja, dann zur Bewertung muss ich sagen, die Textur gefällt mir eigentlich.